So, da bin ich wieder. Tut mir leid, hab vergessen, es auszuschalten. Jetzt versuchen wir es gerade wieder hier an diesen Scheiß Schloss knacken. Ach, es geht ja schnell. Huh? Was haben wir jetzt gemacht? Hallo? Ja, dürfen wir ein bisschen wie hier. Ein bisschen schürfen. Stahlrimm vorkommen. Vielleicht schmieden wir uns auch noch so eine Stahlrimmrüstung. Die ist so ein bisschen glänzend, so wie das. Wie der Stahlrimm. Ja, so ähnlich wie die. Ich glaube, so wie die Stahlrüstung. Nur halt. Mit Stahlrimm verstärkt. Aber ich bin mir nicht sicher. Hast du ein bisschen Geld bei dir? Danke. So, ein bisschen Gold ist immer wichtig, also. Cool, nur deswegen. Naja. Schauen wir mal weiter. Na? Wird's heute noch was? Klasse! So, hier geht's lang. Hm? Ich glaube, den habe ich aber schon. Zauberspruch Eisstachel. Na, ich kenne ihn bereits. Schmeiß mir den weg. Wofür ist das hier? Einfach nur um den Eisstachel zu bekommen? Alright. Ist weiter auf dem Weg. Beweispfeile. What the fuck, Alter? Okay. Her damit. Das dürfte es dann nicht sein. Okay, Leute, das sieht aus wie eine Tür. Die geht bestimmt später auf, wenn ich. Aha. Oder so. Geil. Kohle. Hier ist nichts mehr. Die Tür ist hier offen, aber wieso? Doffer, what the fuck, Alter. Ah, 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 ah. Alter, was zum. Der ganze Boden hier ver. Achso, nur wegen der Kiste. Oh, nicht schon wieder Schloss knacken. Nein. Na, komm schon. Nein, das gibt's doch nicht.
So. Perfekt. Was gibt's da? Smaragd und Gold. Herrlich. Huah. Oh, da. Ganz kurz. Mal kurz abspeichern hier. Ich habe keinen Bock, das alles nochmal zu machen, falls ich irgendwo stecken bleibe. Hops. Hops. Ein Skelett. Was? Der Name. Vilius. Eisenschwert der Kälte. Ah, da ist der Großvater von ihm. Gratians. Alter, was ist das? Blutskalden Klinge sind bei mächtigen auf Energiestoßfreude. Alter, wie hart bitte? Nehmen wir mal mit. Bevor ich das lese, sammle ich erstmal alles ein. Okay. Ich muss bestimmt das Schwert benutzen, um da durchzukommen. Okay. Lesen wir mal das Tagebüchle. Gratians Brief oder Tagebuch? Was stand denn da gerade? Oh nein, jetzt hängt. Ah. Was soll das? So. Entkomme, oder? Ich lese sein Tagebuch. Dann lese ich erstmal den Brief. Gratian, ich würde es begrüßen, wenn ihr uns mit einem Vorkommnis in Rabenfels helfen könntet. Es scheint, dass die Bergmänner unter der Oberfläche in der Nähe von Schlacht 3 auf eine Art Ruine gestoßen sind und wir brauchen eure Erfahrung, um die Sachlage zu untersuchen. Ich kann niemanden anderen schicken, wenn ihr beschäftigt seid, aber ich dachte mir, dass ihr vielleicht dorthin gehen wollt, weil ihr ja ursprünglich aus Solstheim kommt. Wenn ich recht entsinne, haltet uns über eure Fortschritte auf dem Laufenden. Rendelus Tandarian, Tandarian, Ostkaiserliche Handelsgesellschaft, Kaiserstadt, Cyrodiil. Okay. Das wollte ich jetzt eigentlich nicht. Sein Tagebuch wollte ich. Papa! 30. Regenhand, 4. Ära 10. Ich erhielt einen Brief von der Ostkaiserlichen Handelsgesellschaft, in der besagt, dass einige Bergmänner die Wand in Schlacht 3 der Rahmenfelsmiede durchbrochen und dort eine Ruine entdeckt hätten. Ich hoffe, dass dies nicht wieder eine Zeitverschwendung wie das Fiasko in Cyrodiil war, zu dem sie mich geschickt haben. Ich werde meinen Assistenten Milius herbeirufen und im Morgengrauen nach Rabenfels segeln. Ich freue mich darauf, das alte Haus auf Solstheim wiederzusehen. 7. Saat, 4. Ära. Endlich in Rabenfels angekommen, verwundert über die vielen Dunkelelflüchtige, die in der Stadt leben. Taugen wirklich nicht zur Minenarbeit, aber eines Tages werden sie gute Arbeit leisten. Milius und ich verbrachten die meiste Zeit des Tages damit, die Asche vom Dach meines Hauses zu fegen. Die Eruption des verdammten Vulkans dauert an, fast jeden Tag und fast jede Nacht. Würde die Asche nicht alles bedecken, sehe er beinahe anmutig und schön aus. Milius und ich sind in Richtung Rabenfelsmine unterwegs, um uns anzusehen, was die Bergmänner entdeckt haben. Ich glaube, ich werde im Schlegel und Eisen vorbeischauen, um meine Vorräte aufzustocken, bevor ich hinabsteige. Bevor wir hinabsteigen, es kann nicht schaden, vorbereitet zu sein. 9.2. Saat. Er sieht aus, als seien die Bergmänner geradewegs durch die Wand eines alten Nordhügelgrabs durchgebrochen. So etwas habe ich schon einmal im Himmelsrand gesehen. Die verdammten Nord haben überall im Land ihre Hügelgräber, die natürlich nie auf irgendwelchen Karten markiert sind. Es scheint so, als gehöre diese Hügelgrab einem gewissen Blutskadel
Kaldenclan. Ich werde einige Abriebe der Grabinschriften anfertigen und schauen, ob ich damit in meinen Geschichtsbüchern weiterführende Informationen finden kann. Ich suche schon seit Tagen, doch kann nicht einmal eins in Erwähnung des Clans finden. Irgendwo. Nirgendwo. Milius und ich haben beschlossen, weiter ins Grab einzudringen. Wir sind an einen Schacht gekommen, aber ich kann weiter unten eine riesige Kammer sehen. Es dauerte fast einen ganzen Tag, unsere Ausrüstung hinunterzulassen und den fast senkrechten Schacht hinunterzuklettern. Unglaublich, was wir heute alles entdeckt haben. Nachdem wir die große Kammer unter dem Einstiegspunkt erkundet hatten, machte ich einen erstaunlichen Fund. Auf dem ersten Sockel fand ich eine merkwürdige Waffe, die mir niemals untergekommen ist. Die Klinge ist makellos und strahlt ein schwaches, unheimliches Leuchten aus. Auf einem Stück Pergament, auf dem von der Kammer die Rede ist, steht die Blutkaldenklinge. Ich bin mir nicht sicher, ob ich sie schon vom Sockel nehmen soll. Ich sollte vielleicht lieber noch darüber schlafen. Okay, er hat sie aufgemalt. Da ist sie. Die habe ich eingesteckt. Gegen alle Vernunft habe ich beschlossen, die Blutkaldenklinge von ihrem Sockel zu entfernen. Milius war absolut dagegen. Aber wir müssen dieses wundersame Artefakt mit uns bringen, wenn... Ich hätte auch mir das hören sollen, mit dem Moment, dass die Klinge wurden wir von Draga überrannt. Milius kämpfte tapfer, doch wurde schließlich doch überwältigt und starb. Ich konnte die töten, doch wurde dabei schwer verletzt. Ich kann kaum aufrecht stehen. Meine Chance ist der Ausweg aus diesem Grab zu werden. Also Vorsicht, ich kann mich lang bewegen. Ich muss mal meine Vorräte. Wenn man eins Futter ist, dann sehen wir das an der Tür. Das gibt's doch nicht. Okay, also wenn ich die Waffe schwinge, kann ich ein Band aus Mr. Energie erkennen. Von mir aus hätte ich eine Band an. Das ist hier zu lösen. Hoffentlich geht es mir bald wieder gut. Letzter Eintrag. Ich habe jegliche Zeitgefühl verloren und spüre, wie meine Kräfte haben. Okay, nicht sein. Okay. Also ich muss die Waffe ausrüsten. So wie ich das jetzt richtig verstanden habe. Oh, yes, verdammte Zweihänder. Ah. Okay, aber so funktioniert es nicht. Ach so, ich Idiot. Schieß das einfach mal hier drauf. Passiert auch nichts. Mein Freund, was soll ich machen? Tja, tja, tja. Soll ich mal kurz nochmal lesen? Ich glaube, ich lese dann nochmal kurz. Na komm, irgendwas muss doch da noch Wichtiges stehen. Also, das ist eine seltsame Tür mit Zeichen, darauf ich nicht zuvor gesehen habe. Es scheint, als würde da etwas da übersehen. Also ich weiterbringen würde, bisher habe ich die Zeichen mal zu öffnen unterbunden. Ich muss weiter.
bin mir sicher, dass die Blutskalenklingel ist. Wenn ich die Waffe schwinge, kann ich ein Band aus Mythologie kennen, das vor mir ausgeht. Ich glaube, ich kann dieses Band beeinflussen, indem ich das Schwert in unterschiedliche Richtungen schwinge. So kann ich vielleicht. Ich kriege es gerade nicht auf die Reihe. Ich weiß, dass ich es irgendwie seitlich schwingen muss, aber ich weiß gerade nicht, wie das funktionieren soll. Jawohl! Eins hat geklappt. Perfekt! Jetzt da oben hin. Klatsch. Also man läuft einfach nur zur Seite. Seitlich laufen und dann macht er das schon. Boah, und beide. Öffne dich!